Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy, die Kochsendung der Abendzehn. Heute machen wir wahnsinnig geniale Nudeln und zwar braten wir uns die richtig schön an, dass die knusprig sind, geben Hähnchen mit dazu und frische Champignons, also eine richtig schöne Nudelfanne. Das war ein Wunsch von euch, der Rudolf hatte mich angeschrieben und sagte mir, Andreas, wie kann ich Teigwaren anbraten? Und das wollen wir euch heute zeigen. Ja? Also folgende Abendzehn-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Wir haben hier einmal unsere Navigenio, dann braucht ihr den 4 Liter oder den 4,5 Liter, euren Seco Quick und den Audiotherm haben wir. So, dann brauchen wir zum Anbraten die große 28er Hotpan Prime und da braucht ihr wirklich die große Pfanne, sonst müsst ihr natürlich viel weniger Nudeln nehmen. Von Lebensmitteln her habe ich hier 500 Gramm Nudeln, 800 Milliliter Gemüsebrühe, das gibt einfach nochmal so ein bisschen Geschmack in die Nudeln rein, ihr könnt aber auch normales Wasser nehmen und dann salzen. Dann habe ich hier Hähnchen, ca. 300 Gramm, eine halbe Paprikaschote werden wir brauchen, ein bisschen Feta-Käse habe ich hier, drei popofrische Eier habe ich hier, ca. 100 Gramm Champignons, dann haben wir Lauch, Zwiebeln und frischen Basilikum haben wir noch. So, wir legen los mit den Nudeln, die kochen wir uns vor und danach schnibbeln wir uns alles. Wundert euch nicht, die Nudeln sind nicht mal bedeckt mit Wasser, das reicht vollkommen aus, denn wir werden mit dem Seco Quick arbeiten. Das ist die genialste Art und Weise, Nudeln zu machen, meiner Meinung nach. Also egal, wie wir ihn drauflegen, ist immer richtig. Hier einfach verschließen, dann ist er komplett zu. Bei der Navigenio, da habt ihr ein Rädchen, da schaltet auf Stufe A, auf Automatik, weil dann braucht ihr nicht mehr gucken. Und hier beim Pieper habt ihr zwei Knöpfe. Da drücke ich einmal drauf, dann geht er an. Wenn ich nochmal drauf drücke, habe ich hier 10 Minuten stehen. Ich gehe runter auf 0 Minuten, dann steht da ein P. Und diesen Pfeil hier oben setzt sich aufs erste grüne Fenster beim Soft-Symbol, drehe den zweimal rum und bleib beim ersten grünen Fenster bei Soft stehen. Unser Navigenio fängt an blau zu blinken, verbindet sich jetzt und wir brauchen nichts weitermachen. Der kocht das jetzt einmal auf im Endeffekt, macht alles aus, 20 Sekunden köchelt das dann da so ein bisschen und danach macht er alles komplett aus und wir können es in den Deckel reinstellen und dann von alleine drucklos werden lassen. Also kein Umrühren oder aufpassen, dass was überläuft, das ist so mega, mega easy. Ja? So, und wir werden die Zeit jetzt nutzen, noch ein bisschen zu schnibbeln und dann können wir schon alles anbraten. So, meine Lieben, die Nudeln sind schon fertig. Man hört so einen Klick, dann geht der Deckel von alleine auf. Ja? Wir können mal reingucken. Knallgelb, so wie ich sie haben möchte und perfekt und es ist kein Wasser mehr drin. Wir werden die jetzt ein bisschen abkühlen. Ich will trotzdem, dass das restliche Wasser, ein ganz bisschen kann halt noch drin sein, auch weg ist, denn die Nudeln werden wir mit ein bisschen Öl anbraten und Öl und Wasser vertragen sich nicht. Aber als allererstes machen wir uns die Pfanne heiß und hier ist genau dasselbe Spiel einfach. Bei der Navigenio einfach drehen. Ich bleibe auf Stufe 6, geht ein bisschen schneller dann, nehme den Pieper, drücke irgendwo drauf, damit er angeht und setze mir die Spitze hier aufs Fleischsymbol. Das ist ein Bratsymbol, also nicht nur für Fleisch, sondern für alles eigentlich gedacht. Ich setze mir das hier aufs grüne Fenster, drehe ihn zweimal rum und bleib beim Fleisch stehen. Der ruft uns gleich, wenn die Pfanne richtig schön knackig heiß ist und in der Zeit werden wir uns die Nudeln schon mal hier in mein super modernes Sieb abfüllen. Die Pfanne ruft uns, ist heiß genug, wir können den Audiotherm abnehmen. Hier schalte ich runter auf Stufe 3. Meine Lieben, Fleischbraten ohne Öl, bei Teigsachen oder zum Beispiel bei Eiern oder so gibt man ja ein bisschen Öl mit dazu und das werden wir auch gleich machen. Bei den Nudeln müsst ihr beachten, dass die ein bisschen abkühlen müssen, also dürfen nicht mehr so feucht sein, sonst können sie euch nachher kleben bleiben oder es spritzt halt. Wasser und Fett verträgt sich nicht so, wie ich schon gesagt habe. Öl geben wir uns so viel rein, dass der Boden gut benetzt ist, also so 4-5 Esslöffel sollten reichen.
So, und jetzt sollten wir die Nudeln nicht gleich umrühren, sondern ich möchte, dass sie erstmal unten richtig schön knusprig ist und dann wenden wir das Ganze erst. Also nicht gleich von Anfang an, sondern ruhig ein bisschen liegen lassen und dann sind sie richtig schön knusprig. Ich habe es ein bisschen zu gut gemeint, also wir haben zu viele Nudeln. Entweder müssen wir aufhören, Kinder zu machen oder wir brauchen noch größere Töpfe. Nein, also wir haben auch noch größere Töpfe. Da nimmt natürlich am besten noch eine größere Pfanne. Aber das funktioniert auch, ja, wir werden schon hinbekommen. Jetzt geben wir noch das Ei mit dazu und die restlichen Sachen lassen uns nur kurz ziehen und dann kann man schon essen. Ah, das sieht schon mal richtig lecker und genial aus. Jetzt setze ich mir den Deckel oben drauf und schalte Navigenio komplett aus und lasse es jetzt einfach noch mal ein bisschen ziehen. Ich mache hier klar Schiff, nimm ein bisschen weniger Nudeln oder ein bisschen weniger Gemüse, wir haben, oder eine größere Pfanne halt. Wir werden hier jetzt sauber machen und dann werden wir anrichten und zusammen probieren. Meine Lieben, Michelin-Stern werden wir dafür nicht bekommen, aber das ist so ein richtig tolles Familiengericht. Schön knusprige Nudeln mit Feta drin, mit ein bisschen Hähnchen drin. Ganz schnell gemacht, unkompliziert und Jana ist begeistert, ist auch schon am Essen. Man macht das auf jeden Fall nach. Ich wollte euch einfach einmal zeigen, wie man Nudeln anbraten kann. Ja? Nehmt einfach ein bisschen weniger Nudeln, sonst ist das zu viel einfach und man kann es viel besser schwenken, wenn man ein bisschen weniger genommen hat oder nimmt halt eine größere Pfanne. Vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr unsere Videos feiert. Besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram. Gerade bei Facebook, da haben wir eine eigene Gruppe, die heißt Koch dich happy. AMC-Rezepte zum Nachkochen, da habt ihr fast 6000 Gleichgesinnte. Könnt Fotos reinposten, wenn ihr was nachgekocht habt, könnt euch inspirieren lassen von den anderen. Also Wahnsinn, was da für eine Aktivität ist. Auch Instagram lohnt sich, da seht ihr öfters so unsere Blödeleien oder so einen Blick hinter die Kulissen. Da machen wir auch Umfragen zum Beispiel, was wir als nächstes kochen sollen. Also auch da unbedingt besuchen. Und schreibt uns mal bitte rein, ob ihr uns auf Pinterest auch sehen wollt. Ich denke, wir werden auch da bald vertreten sein, aber ich weiß nicht, sagt mal, ob ihr da auch seid, ob ihr da ab und zu stöbert, das ist auf jeden Fall eine tolle Plattform. Wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr, meine Lieben. Unten verlinken wir euch alles in der Infobox und besucht unbedingt die Rezepte Community der AMC nochmal, kochen mit AMC.info, denn da ist geballte Ladung AMC. Alle Rezepte sind da auch nochmal drin, von uns nochmal alle Rezepte, also auch da unbedingt vorbeigucken. So, macht's gut, ciao, ciao, bis nächsten Donnerstag, ciao.